So, wir sind vor einer Wand. Tja, ein kleines Räumchen für ein Netherportal, würde ich mal sagen. Na gut. Schade, dass besagter Kumpel nicht hier ist, um das Ganze mal sich selber ein bisschen zu erklären, aber eigentlich, ja, muss sagen, es ist ein bisschen selbsterklärend eigentlich alles, was hier so zu finden gibt. Eigentlich ja, man hat hier einen schönen Wald, auf einer Insel findet das ganze Stadt hier, also das Netherportal schön ein Felsen gehauen. Schön ausbeleuchteter Weg, schön mit Kühen. Und Fichten. Genau, wenn man links lang geht, kommt man dann... Genau, da kommt man in sein Dorf, was er sich angelegt hat mit Blitzarbeitern. Schon alles auf neumodischen Stand. Also ist nicht altmodisch hinterhergeblieben. So, dann haben wir den Bauern, der fleißig sein Feld pflückt und erntet. Und, das müssten rein theoretisch... die Nachkommen von entführten Wüstenbewohnern aus dem Wüstendorf von hat er schon was vorhin verkaufen. Sein. Der hat auch schon was anzubieten. Das kann natürlich sein. Ja, weil, wie gesagt, ich hab ihm welche mitgebracht aus der Wüste. Jo. Die er dann für seine Zwecke ja, benutzt. Also vom Design her schön eingerichtet, ein schöner Kamin, gefällt mir. Man hat zwar keine Möglichkeit, irgendwie Holz nachzulegen, weil alles unter Glas ist, aber ist auch egal. Ich denke mal, so eine kleine Glastür, wie bei so einem Kamin, kann man sich das ehrlich schon denken. Ja, oder so ein Elektrokamin so. Einfach Bildschirm. Ja, Level 2, er wurde schon aufgetunt, der Gute. Kerl, was hast denn du für eine geile Bude? Entschuldigung, dass ich deine Bude untersuche, aber du verschränkst ja deine Arme und guckst mich blöd an, also tschüss. Ja, klein, bescheiden. Ja, klein, bescheiden. Aber eigentlich ganz hübsch gemacht eigentlich. Was willst du hier? Ach, du willst arbeiten. Gut, du willst dich stören. Zack. So, dann haben wir einen kleinen Brunnen. Sogar mit Kette nach unten. Das ist ja schön. Aber kein Wasser drin. Tja, das ist schlecht. So, dann haben wir hier einen kleinen Lesepult mit schöner Aussicht nach draußen. Es regnet mal wieder, also machen wir mal die Tür zu, damit es nicht kalt wird. Dann haben wir hier einen schönen... Das denken wir, ach, das ist der große Dachbereich. Wohnbereich, Schlafbereich mit einem schönen Panoramafenster auf das Dörfchen. Also alles schon sehr schick und nice und heiß. Ja, vom Gebäudebau hat er eine Ahnung. Das muss man sagen. Toll. Nicht so wie manch anderer. Aber hier ist richtig was los auf dem Dorf. Ja, also ich denke. Schön mit Schuhen auf dem Bett stehen, das kann. Ich lasse euch beide mal alleine. So, hier haben wir noch. Die Dorfglocke. Auch interessante Glocke. Konstruktion. Mhm. Interessant. So, hier geht's. Nicht fertig. Hallo. So, da kommen wir jetzt. Gab's hinten die Wege noch irgendwo hin? Ich weiß es gar nicht. Ich wüsste es gar nicht. Ja, hier hat er was angefangen. Ich glaube, das sollte dann wahrscheinlich mal so eine Art Schmiede werden, denke ich mal. Das kann sein. Das kommt den ganzen nah. Hier hat ein Hund despawned. Hier geht ein Weg ins Nirgendwo, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, da ging es zu seiner Mine. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, doch. Da geht es zu seiner Mine runter. Genau, so war das. Lang ist es her, aber es fällt mir auch nicht mehr. Ja. Man ist eigentlich nur relativ selten da, weil er hat sich halt ein bisschen weiter abseits als wir alle, hat er sich seine Anfangsbasis aufgebaut, aber... Es ist ja auch nicht schlecht, man hat ja selber seine Großprojekte, man ist ja selber beschäftigt, also von daher... Und noch dazu, man will nicht unbedingt in den Baustil von anderen Leuten irgendwie mit eingreifen, also genau. Jetzt hier Burg Drachenfels und dann hat man, na gut, was ich auch schon wieder so, naja, finde, ist halt diese neumodische Villa. Auch hier wieder ein Leuchtturm im Gewitter. Ja. Dass immer jeder überall einen Leuchtturm stehen hat. Ja, ich meine, das ist ja, hier fehlt noch das Wettergerüst. Ne? Es ist halt, na gut, er ist auf einer einsamen Insel, von daher kann ich das schon verstehen. Nicht, dass er jeder Schipper kann da an Land aufläuft. Schnee hat er auch. So, dann können wir uns mal sein Dörfchen von oben angucken. Hier ist nochmal da, wo sind wir jetzt hin? Jetzt hole ich hier episch den Leuchtturm zeigen, dann seht ihr nicht mehr. Ja. Leuchtturm, dann sein Dörfchen. Eigentlich auch niedlich, schön gemacht. Kann man nicht meckern. Schöner breiter Weg. So, und
Und hier vorne, gehen wir querfeld ein hier, geht es dann in sein Hauptgebäude. Über eine Brücke, wo ich jetzt nochmal sagen muss, die Konstruktion gefällt mir richtig, richtig geil. Also die Brücke sieht richtig, richtig gut aus. Mal abgesehen davon, dass sie keine Stützpfeiler hat, aber... Ist halt eine Hängebrücke oder Schwebebrücke. Die Aufbaukonstruktion gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Zack. Er hat eine Druckplatte, brauchst du nicht unbedingt von mir. Ich wollte trotzdem drücken. Lass mich in Ruhe. So, Herr Bauer. Sattel für Galopperhals und baue extra Betten, falls mal wieder Party bei ihm stattfindet, dafür noch ein paar Betten. Der hat ein weißes Banner, habe ich gesehen. Hey. Ah, aufgeben. So. Das ist sein Schlafbereich, würde ich mal meinen. Ach, guck mal. Da hat jemand die Karten geklaut. Ja, warum die Karten geklaut wurden aus diesem Bereich, dazu kommen wir später. Ach, alles immer auf später verschieben. Ja, natürlich, weil es gibt einfach so viel schon zu berichten. Wir haben da zwei Jahre gebaut. Ja, da ist schon einiges zusammengekommen, was da entstanden ist. Stimmt natürlich auch alles. Und ein schwarzes Banner hat er auf der anderen Seite, guck mal. Ah, schwarz-weiß Pokémon. Gut. Ach, das... Fang jetzt nicht mit diesen Editionen an, da komme ich ins Schwärmen. Okay. So, sein Lager. Einigermaßen gefüllt, mit einem bestimmten System sogar, wie man sieht. Immer. Wobei ich sagen muss, das System ist gar nicht mal so schlecht. Zumindest kann man da den Anfang nicht, dass es allzu sehr verklumpt. Ja, also es ist ein gutes System, muss ich sagen. So, dann hat er hier noch seinen Zaubertisch, alles ein bisschen kompakt gehalten, was auch nicht schlecht ist. Das sollte mal, glaube ich, eine Monsterform werden. Ich würde eher sagen eine Angelform, oder? Oder eine Angelform. Man weiß es nicht. Aber trotzdem gut, so dass es dann dahinter ausgang. Zu sein. Wieso riecht das? Das regt die ganze Zeit hier. Dann hat er hier seinen Wuffi. Der hat sogar noch einen Wuffi, das ist ja krass. Heißt aber noch nichts. Und dann hat er eine Dingsform, eine Zuckerrohrplantage. Zuckerrohrplantage mit dazugehörigen Truhe. Dann hat er Schaf- und Kühlgatter, okay. Schaf- und Kühlgatter, also hat jetzt, ja, also, war jetzt auch nicht untätig. Also es ist eine Insel, wunderbar angelegt mit seiner Basis quasi. Also nicht nur alles auf einem Fleck zusammengefärcht, sondern alles schön verteilt auf eine Insel. Naja, und hier hat er sein Hubschrauberlandeplatz. Ich würde ja sagen, das ist wie so eine Art große, auch wie so eine Art Hafen. Das, ja, für mich ist es immer noch ein Hubschrauber mit dem... Klar, es ist ein Anker, aber es ist trotzdem, ich weiß nicht, das ist für mich ein Hubschrauberlandeplatz. Ja, wenn du meinst. Ich meine, es ist ja alles eine Interpretationssache. Wo willst du denn jetzt eigentlich hin? Das nächste wäre eigentlich dein altes Dörfchen, oder? Nein. Okay, wo möchtest du als nächstes hin? Wir fangen erstmal im Nether an. Weil ich mein Boot mal wieder bekommen würde? Jetzt. Weil... Hallo? Hallo? Da gab es ja noch ein Haus, wo es ja hieß, wir kommen später dazu. Okay. Ich hätte ja erstmal mit den verlassenen Dörfchen angefangen. Nein, das kommt später. Gut, das ist deine Story. Also, dann will ich deine Story gar nicht mehr... Mein Gebiet ist ja dann nämlich auch noch eine Nummer für sich. Gut. Wo sind wir zeitlich jetzt? Wir sind bei 54, das heißt, wir sind schon über eine Stunde. Aber solange wir noch weiter bringen können, ist ja alles im Rahmen des Zeitlichen. Ich kann es ja nachher schneiden. Ja, es wird wahrscheinlich mehrere Folgen werden, denke ich mal. Ja. Also die Aufnahme jetzt ist zwar alles eine... alles klar? Die Aufnahme ist wahrscheinlich schon... also ist alles in einem Stück jetzt aufgenommen, was wir so alles bisher gebaut haben in den 2 Jahren. Aber es sollten mehrere Folgen verteilt, damit man mal langsam mehr gute Rollen spielen kann. Ja, wir sind... Like mein Kanal. Dungeon ist ein Kommentier meinen Kanal. So, na gut, dann geht's weiter. Schreib mal ein Like in die Comments. Was? Dann geht's weiter. Nether zurück. Du kannst mir schon mal das Gamepad in die Hand drücken. Warte, ich will noch ein bisschen die Fahrt genießen.
dann genieße die Fahrt und drücke mir dann das Gamepad in die Hand. Oder ich mache es beides gleichzeitig beim Multitasten. Denn das Haus, dieses Haus aus Koppelstein, dazu kommen wir jetzt. Und ja, ich nenne es Koppelstein. Ach, es heißt eigentlich Bruchstein, aber für mich sind das... Oder Koppelstone, aber nicht Koppelstein. Koppelstein, lass mich. Warum ich Koppelstein sage, steht hier. Wir haben hier nämlich zur Casa Koppelstein. Nee, Koppelstein. So rum. Hier führt, man muss dazu sagen, es ist der einzige Weg zu einem Netherportal, der nicht mit Schienen zurückgelegt wird. Es ist ein reiner Fußweg, weil man sieht ja, es ist gleich um die Ecke. Dafür lohnt sich einfach, keine Bahnschiene zu bauen. Da gehen wir jetzt mal schön diesen schönen Koppelstein... Ach, Manu! Wir gehen diesen Koppelsteinweg runter, den ich auch in mühevoller Handarbeit liebevoll selbst angelegt habe. Selbst gekoppelt. Ja. Vorbei an einem kleinen Netherstein-Abbaugebiet mit der Bahnlinie von vorhin. Und ja, weil einfach nur ein Netherportal, Nether setzen und sowas, war mir persönlich zu langweilig. Darum habe ich mir halt einfach mal ein paar Stunden Zeit genommen und habe mir halt einfach mal ein Haus hier hingebaut. Nicht kleckern, sondern klotzen ist die Devise. Ich dachte klöppeln. Klöppeln. Die Casa Koppelstein. Tür ist offen, wir werden erwartet. Jupp. Ich habe da mal was vorbereitet. So, reinkommen wir, werden begrüßt von einem Bild, ich denke mal Landschaft. Was auch immer. Wunderbar ausgekleidet, erstmal mit dem Tisch, einem kleinen Empfangsbereich. Alle Türen offen, wie immer. Es ist gerade Lüftung. Tja, mit wunderschönem Bildchen und einer weiteren geöffneten Tür. Hier befindet sich dann mein Netherportal. Wo das hinführt, erfahren wir auf der anderen Seite. Nachdem ich hier einen Stein hingesetzt habe. Nimm doch die Axt. Zu spät. Wow. Egal. Obwohl, die kann ich eigentlich offen lassen. Ja, dann habe ich natürlich, wie es sich in jedem Haus gehört, eine Küche. Schön mit Backofen. Nachher eine kleine Herdplatte noch mit dazu. Super Kohle drinnen. Schön zu reinfällt, alles klar. Schöne große Abzugshaube. Die muss sein. Wir hatten noch ein paar Suppenteller, ein bisschen Fleisch. Ja, die Musik, Familie. Ja, das ist halt. Ich glaube, mein Untermieter hat wieder seine Stereoanlage aufgedreht. Das ist ein dicker Nachbar. Nee, der wird hier rumrunkeln. Das ist, wie gesagt, das ist nur mein Untermieter. Der hat hier, ihr wisst schon, der mietet sich hier ein Zimmer für 1400 kalt. Ja, hier habe ich mein Arbeitszimmer. Eine kleine Werkbank und eine etwas größeren zum, wisst schon, kloppen. Und mein kleines Panorama-Aussichtsbereich. Da haben wir noch eine Bahnschiene, wo die hinführt. Man kennt den Satz ja bereits. Das erfahren wir später. Ich würde mal denken, nach dieser Hausführung, was meinst du? Mhm. Nach dieser Hausführung, also ist diese später ja quasi gleich. Das ist ja krass. Ja, hier sieht man nochmal mein zweites Netherstein-Abbaugebiet. Mit einer kleinen Portalruine und einer leeren Truhe. Und ja, ein Haus, was wirklich eigentlich zu 90% aus Koppelstein besteht. Ja, Koppelstein. Alter, Nachbar, dreht die Stereo leiser. Samstagabend-Party. So, natürlich mache ich jetzt die Türen wieder zu, denn jetzt kommen wir. Deswegen ist die Musik leiser geworden. In die Haupthalle. Ja, ich habe mir mal den Spaß gegönnt. Eine schöne große Haupthalle. Eigentlich sollte das hier eine schöne große Feuerstelle werden, aber die raucht mehr, als dass sie Feuer gibt. Aber immerhin spendet sie Licht und Wärme. Das ist schon mal viel wert. Auch hier viele Bänke, viele Tischkonzepte hier, die ich mir mal so ein bisschen rumprobiert habe. Ja, Bild. Keine Ahnung, ob das jetzt ein verstorbenes Familienmitglied oder irgendwie sowas sein soll. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das geschichtlich einbringe.
muss dazu sagen, ich habe mir bereits eine Geschichte für meinen Teil der Welt ausgedacht. Zumindest für den ersten Teil der Welt. Es kommen noch Teil 2, 3, 4, 5. Ja, hier haben wir, ja, was ist das hier? Eine Art kleinen Lounge noch mit. Gemütlich eingerichtet mit einem kleinen Leseeckchen. Warte soll. Ja, einen kleinen Tisch und ich sag mal Fernseher mit Bildschirmschoner. Auch wieder schön kleine Sicht nach draußen zu diversen Bahnschienen. Man kennt ja nichts anderes hier am Hauptbahnhof. Tja, symmetrisch angelegt natürlich. Muss. Ja, das muss. Also macht optisch wirklich was her, wenn man das Ganze symmetrisch anlegt. Mal abgesehen von der ganzen Hausgrundstruktur. Und den Rauch, der man nirgendwo abziehen kann. Ja, es ist egal. Die Hausgrundstruktur ist entstanden auf einer Formation im Nether. Deswegen ist die Grundstruktur auch nicht symmetrisch, sondern eher ja, entstanden, wie sie entstanden ist. Hier haben wir Jesus. Ich kann es nicht anders sagen, es ist Jesus. Der hält ein Schwein. Nein, das ist Maria, die hält Jesus, das Schwein. Ach so. Jesus war ein Schwein. Jetzt wow. Ist es raus. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich will es nur sagen. Ja, wie immer meine Tischexperimente. Hier nochmal schön der Qualm. Und dann haben wir hier, ich sag mal, Gästezimmer. Hier unten. Die Schweine sind auch da. Ach, schade, ich komm da. Ach so, weil die Decke nicht so hoch ist. Da unten zu dem kleinen, wo sich die ganzen da rumtümmeln, da komme ich gleich noch dazu. Das ist ganz lustig geworden eigentlich. Tja, hier haben wir Gästezimmer für gut betuchte Gäste. Das ist der Untermieter, von dem ich erzählt hatte. Der hat hier halt sein gemütliches Schlafgemach, ordentlich Tisch, Fernseher, Sitzecke und allem, toten Teufel. Ja, und oben drüber, im kleinen kärglichen Bereich, haben so, ich sag mal, die Hausbediensteten haben hier ihr kleines Schlafgemach. Sieht man ja, es ist halt einfach nur eng, 4 Betten drin, ein kleines Nachttischchen und 2 Bildchen an der Wand. Ja, kommen wir nun zu meinem... Ja, Nether-Schlafgemach, zum Schlafgemach der Person, dem das Haus hier gehört. Wunderbar, erstmal ein schöner Tisch. Ein Tisch. Ein Kaktus drauf. Schön großes Bettchen. Mit einem Himmelchen noch oben drauf. Auch wieder ein Kaktus. Ist wahrscheinlich sehr kaktusliebhaberisch, wer auch immer hier wohnt. Mit einem sehr eigentümlich gestalteten Regal. Und dann? Ja, hier auf der Bahnschiene. Und eine Kleinigkeit, die ich noch eingebaut habe, ist eine kleine Bildergalerie. Wo ich einfach mal so geguckt habe, was so überhaupt für Bilder in Minecraft überhaupt alles gibt. Ja, da stand dann halt hier dieser kleine Raum, mit dem ich vorher nichts wusste anzufangen, ist dann halt hier entstanden. Da hat das Räumchen da wenigstens einen Sinn. Hier noch ein kleines IKEA-Einbauregal. Ötztemütsche oder wie das hieß. Bürgsche, genau. Die auch nochmal schön, die Witter und Elvis. Kannst mir sagen, was du willst, ist Elvis. Und hier haben wir einen kleinen Gang. Und am Ende des Ganges ist ja ein Bild, was ein Fenster simulieren soll und eine leere Truhe. Was es mit diesen Truhen auf sich hat, der Lieblingssatz, das kommt später. Yay! Gut. Ja, das war mein Haus in Minecraft, das ist meine ganze Welt, das ist die Geschichte, die ich mir dazu ausgedacht habe. Ja. Pfosten. Nee. Top. Genau. Machen natürlich wieder alle Türen zu und verlassen die Casa Kobleestein. Von außen schon 2-3 Mal gesehen, aber nochmal, weil das wirklich eigentlich eine relativ große Bude geworden ist, um das mal so zu sagen. Und hier, das, was man vorhin gesehen hat. Aus irgendeinem Grund sammeln sich da drin sehr viele von diesen Schweinepriestern. Ist immer ganz nett, ist eine witzige Tausch- und Handelsbörse. Alter! Der Nachbar ist wieder da. Dreh die Mucke leise! Ja,
kurzer Ausflug zur Casa Kopleestein. Wie gesagt, es ist auf meinem Mist gewachsen, dieses Haus, weil jeder andere nur auf die Idee gekommen ist, sich einfach nur ein Portal in die Nether zu setzen. So. Gehen wir nochmal zur Alpha-Kevin-Linie und besuchen mal ganz kurz das neue Gebiet. Auch wieder Bahn, schön parallel zu der anderen, geht hier runter. Ja, nochmal unter meinem Häuschen hindurch. Was natürlich für mich ein bisschen schade ist, ich kann mir jetzt für das Haus keinen Keller ausheben. Das kann man ja nachträglich noch umändern. Aber man muss sagen, das Häuschen ist eigentlich schön groß genug, da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Keller, würde ich jetzt mal meinen. Ich meine, der hat ja alles überall. Aha. Hier sieht man überall noch Konstruktionen vergangener Expeditionstouren. Und wir sind mal wieder im Sandgebiet, vorbei an einer kleinen Schweinepriesterfestung. Da war noch ein Goldblock, habe ich gesehen. Aber schön, dass die Bahnlinie auch da durchgeht, fällt mir gerade auf. Ja, das habe ich extra mal so umgebaut, weil es ist doch nicht so allzu langweilig dann. Also man muss es schon ein bisschen mit anbinden. Tja, und hier sind wir im kleinen Kopleestein-Bunker. Wow! Und gehen wir mal durch das Portal, mal gucken, wo wir hinauskommen. Am Ausgang. Wird gebaut. Ausgang? Aha. Wir sind in einer Höhle. Und wir sind in einer Mine. Und jetzt suche ich den Ausgang. Das war die falsche Richtung. Ja. Und diese Mine befindet sich in einer Schlucht. Wow. Mit Lava sogar. Zugebaut im schönen Lava. Ja, Fall, Fluss. Und ja, einem Wasserfall mit Treppe nach oben. Also Treppenhaus, Gestaltung, an manchen Stellen ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz schön gemacht hier. Mit so kleiner angefangener Basis. Mit so ein bisschen unsortierten Klumpatsch, der hier noch so rumfliegt. Man kennt es ja. Tja, diversen Stein, schönen Lava-Schmiededings da, interessant. Interessante Konstruktion, würde ich sagen, ja. So, dann geht das Treppenhaus hier weiter nach oben, wo man sehr schön runterfallen kann. Was war denn hier hinter dir jetzt? Da. Achso, das war das. Das ist nur. Der Oberbereich, alles klar. Alles der klar. Bereich von oben, ich sag mal, wie so ein Wartungsschacht oder so. Würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Tja, dann geht es hier die Treppe immer nach oben, einmal mittig, einmal beidseitig. Gehen wir mal ein bisschen im Zickzack. Gestalten wir das Ganze mal aufregend, diesen Aufstieg. Eine andere Möglichkeit, hoch und runter zu kommen, gibt es noch nicht. Hier ist noch Dreck im Weg. Fuß am Bau. Und dann kommt man hier raus. Und steht im Wald. Ja. So, das war eigentlich auch schon die neue Basis von Alpha Kevin. Tja. Was soll man dazu machen? Sagen. Mehr gibt's hier wirklich. Es war ein schönes Biom, was er sich ausgesucht hat. Aber auch nur angefangen und nicht weitergemacht für den Panda. Oh, sehr gut. Also Wasseranbindung. Ja. Es ist halt, ja, wenn man mal Tropenholz braucht, ist es eigentlich eine gute Anbindung. Aber schade, dass er da nicht weitergebaut hat. Ich glaube, da wird ihm dann wahrscheinlich auch die Lust gefehlt haben und mir fehlt gerade der Weg zurück zum Eingang. Oder andere Spiele, die dazwischen kamen. Das ist ja immer dann auch so eine Geschichte. Ja, oder sowas. Und das sind halt, wenn man mehrere Spiele hat, die man zur Zeit suchtet und spielt und wo man wirklich drinne ist, dann klar, man ist da nicht so bauwillig, dass man dann sich Stunden da mit einer Sache sich beschäftigen kann und man versucht dann überall drin zu sein. Ja. Das nur mal so als kleinen Ausflug nebenbei. Und immer eine. So. Hat sich jetzt wieder beruhigt, du Neder. Danke. Nur mal so nebenbei, um eine von den vielen, dazu kommen wir später, Geschichten abzuarbeiten.
Applaus. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, und jetzt geht es wieder zurück durch dieses, ach, Bastion hieß es, gell? Ich vergesse das immer wieder. Hi. Da hat er einen Knochen vergessen. Wow. Mal wieder Deckenhöhe bestaunen, kann man auch mal machen. So ein Klostein. Ja, ich würde dich. Ich drück mal kurz das Gamepad ab. So, als nächster Bereich wäre dann. Wir gehen jetzt bitte durch den Ausgang Burg Drachenfels. Weil wir dann zu Jens seiner Behausung rübergehen werden, um dann mit meinem Bereich weiterzumachen, wäre jetzt, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Weil dein Bereich auch gut, weil ich würde auch vorschlagen, erstmal mein Bereich, weil er ist nicht so, sag ich mal, langwierig. Also es ist auch nur, es war ein großer Bereich, aber auch noch, genau. Ist ja nicht so viel storylastisch, elastisch. Storylastisch. So zum Ende brauchen wir, glaube ich, nicht zu fahren. Es ist wirklich, wie gesagt, nur die Bahnschiene zum Ende, dann das Ende und dann. Ja, also man kommt quasi nur aus dem Nether raus, steht und in einem NPC-Dorf, da geht eine Bambusleiter nach unten und dort ist dann das Ende und. Endportal, das ist, genau. Das ist das Ende. Also wir ich gehen erstmal zu Woodland. Das ist meine neue Basis. Ich bin noch am Ausbau tätig. Das Ende vom Video am Ende. Ich hab so. Wie gesagt, hier ist nochmal die Bahnschiene zu sehen von der Sandmine. So, und das wird jetzt eine etwas längere Fahrt, weil ich mich etwas weiter weggepackt habe. Warum eigentlich auch immer? Ich auch nicht. Das war wegen deiner erwähnten Angst. Ja, genau. Wegen mit den neuen Gebieten. Mit dem neuen Update, was da gekommen ist. Das 1.18er war das. So, das heißt, es wird langweilig jetzt hier die Fahrt. Weil es ist doch etwas länger. Deswegen habe ich da vorne schon mal so eine kleine Stiege eingebaut, damit es nicht so monoton geradeaus geht. Wo man doch ein bisschen mehr sieht, außer links und rechts eine Wand. Yay! Ein bisschen runter, ein kleines bisschen Sandgebiet, was wir ja schon ewig nicht mehr hatten. Lava, Schiene. Aber das ist nochmal eine sehr gute Verdeutlichung, wie vernetzt doch eigentlich unser Gebiet, soweit wir uns doch auseinandergebaut haben, eigentlich immer noch ist. Und man sieht ja auch, es geht ja teilweise alles durch Nether, das heißt, die Oberwelt, das wäre dann über 4-5 Karten, was es weit weg ist. Und das wäre dann also zu heftig, das alles zu erfahren oder zu erreiten oder laufen, wird ja nur dann noch schlimmer. Truhe immer hier rein, habe ich gelernt. So, Wulle Neuland. Ich habe das mal ein bisschen ausgebaut in Netherfestungsstil. Das Warum? Will ich das sehen noch. Wir gleich dahinter. Das sehen wir gleich dahinter, denn ich habe hier dahinter gleich eine Netherfestung. Und das will ich noch ein bisschen abtragen und will das an sich hier so ein bisschen als Eingangshalle bis zum Netherportal bauen. Das Netherportal. Also Deutschkenntnisse, das ist Wahnsinn. Man muss ja so sagen, wir quatschen hier eigentlich seit anderthalb Stunden oder so in einer Tour. Ja. gut, dann gehen wir mal rein. Und lassen uns mal überraschen, was uns erwartet.